Es geht um den kleinen Kater Thunder, der nämlich ausgesetzt wurde und Unterschlupf in einem alten Haus findet. Düstere Villa. Ne? Ja. Die Villa gehört einem Zauberkünstler, dem Lawrence, der ist im Krankenhaus. Und sein böser Neffe versucht, das Haus zu verkaufen, hinterrücks. Aber in dem Haus sind verrückte Tiere, quasi eine Zauberwelt. Ja, lauter Spielsachen, die leben, Glühbirne, was weiß ich, ganz viele Gerätschaften, die alle lebendig sind und zusammen mit den Tieren und den Spielzeugen versuchen, den Plan zu schmieden, wie sie den Hauskauf verhindern können. Also der kleine Kater Thunder kommt in dieses Haus, in diese Villa, in der ganz viele Tiere, Spielzeuge und verrückte Dinge leben. Und es gibt aber einen Hasen, der Hase Jack, der ist ziemlich grummelig, der ist ein bisschen eifersüchtig und hat eigentlich gar keinen Bock, dass der kleine Kater da jetzt wohnt. Ja, und die beste Freundin vom Jack heißt Maggie, die Maus. Und die beiden verbünden sich und versuchen mit aller Kraft, dem kleinen Thunder entgegenzuwirken und ihn loszuwerden wieder. Also eine super Szene, die sehr spannend und sehr lustig auch ist, ist die Szene, wo wir beide eine Rolle spielen, nämlich die beiden Möbelpacker Mike und Mark kommen in das Haus. Der fiese Neffe hat sie geschickt, um allen Krempel, alle Kartons, alle Spielsachen, alles aus dem Haus rauszuräumen. Das ganze Gerümpel muss raus. Ja. Und die beiden wissen von nichts, die sind auch nicht die Hellsten, denken Job wie irgendein anderer Job. Sie gehen in ein Haus, räumen es aus und machen Feierabend, gehen an die Bar, in die Kneipe. Aber da haben sie sich geschnitten, weil die Hausbewohner wehren sich natürlich. Und mit allerlei Tricks und Spuk und Geistershow und Gedöns werden die beiden Jungs am Ende mit Feuershow und Drachenspeien und richtig aus dem Haus geworfen, geschmissen quasi. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Sehr gut. Was macht man nicht alles? Wie wär's mit einer Gesundmachmaschine? Wow. Na? Ich würde vielleicht eine, wie nennt man das, eine Friedenzaubermaschine erfinden. Oh, mein Lieblingsspielzeug in der Kindheit, ich habe so Matchbox-Autos gesammelt. Ganz viele, ich hatte da 2 oder 3 Koffer voll von. Hatte ich auch, ich hatte sogar die Rennbahnen dazu. Oh, die ist cool, die hatte ich auch. Mit so Loopings und ja, so. Ja, genau. Sehr geil, gut. Ansonsten auch, klar, Skateboard hatte ich als Kind. Selber gebaute Skateboards und so. War ganz groß, ich war viel draußen. Eisenbahn? Eisenbahn. Hatte ich auch. Ja. Ein toller Animationsfilm, wunderbar gemacht, technisch top, in 3D, lustig, farbenfroh, bunt, viel, viel Zauberei. Und heutzutage brauchen wir ein bisschen Zauber in unserem Leben. Es lohnt sich sehr, den anzugucken. Ist total viel Action drin, ist total lustig, wie Sascha sagt. Es ist Pyro drin, es sind liebenswerte Charaktere dabei. Es sind ganz viele kleine Dinge zu entdecken. Lebende Fantasiegebilde, die der Zauberer geschaffen hat. Das ist auf jeden Fall ein großer Spaß für Jung und Alt. Geiler Cast. Dieter Hallervorden, Bosshorst. Ja. Man nennt sich selbst zum Schluss. Egal, Schweighöfer. Und Caroline Herford. Herford. Und in 3D. Und auch noch das.